Hallo und herzlich zurück bei Let's Play Gothic 2, wo wir uns noch eben ins Bettchen legen, um auf den nächsten Morgen zu warten. Um zum einen frisch ausgeruht und zum anderen, dass es wieder hell ist, weil im Dunkeln, da über das Thema haben wir, glaube ich, schon einige Male philosophiert. Deswegen würde ich sagen, kehren wir jetzt zurück, wo wir gerade herkamen. Ich glaube, das war hier, da, diese Richtung, die Schlucht oder sowas. Ne, zum Tal. Zum Tal. So. Gut, jetzt können wir uns hier noch in diese Richtung weiter umschauen. Wir haben ja jetzt die beiden kleinen Nebentäler im Süden haben wir ja jetzt untersucht. Und da haben wir zwar interessante Sachen gefunden, inklusive dieser Herrenhäuser der Erbauer, aber wir haben bisher noch nicht dieses Grab von Quarhodron gefunden, den wir aufsuchen sollen, um mit ihm ein bisschen zu reden über, ja, über den Tempel. Aber hier ist erstmal noch ein X, das müssen wir natürlich noch mitnehmen. Ich glaube, damit haben wir auch so ziemlich alle X'e erwischt, die es auf der Karte Ah, gibt. ich glaube, ich habe etwas gefunden. Vielleicht sollten wir mal mit Greg darüber reden nachher, aber. Huch, hier geht's irgendwie tief runter. Ich glaube, ich gehe lieber den sicheren Weg lang. Oh, hier geht's auch tief runter. So, hier runter. Oh, hi. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören, aber wenn du mich angreifst, dann greife ich zurück an. Warum ich dich jetzt gerade nicht getroffen habe mehrmals. Egal. Da ist noch ein Snapper. So. Hier ist ein Lagerfeuer, aber niemand ist an dem Lagerfeuer, aber Schattenläuferfälle. Alter, wenn wir erstmal bei unserem Meister zurück sind und ihm die ganzen Schattenläuferfälle bringen, dann werden wir Richie Rich Rich. Ja, also, ne, wenn wir nicht nur reich, dann werden wir richtig reich. Das sind ja 250 pro Fellwert und ein Trollfell noch. Ja. Gut, ich sehe schon, wir werden auf jeden Fall genug Geld haben, wenn wir hier wieder nach Venus zurückkehren und erstmal unseren ganzen Kampf verkaufen und die ganzen Fälle abgeben. Dann können wir uns erstmal, was weiß ich, ein Haus Nicht kaufen oder so. sowas. Wäre doch mal nett. So, was haben wir hier noch? Da oben ist noch irgendwie eine kleine Höhle, wo ich gerne mal reingucken wollte. Können hier nichts, un nichts ununtersucht lassen. Vielleicht handelt es sich jetzt ja aber bei dieser Höhle um das Grab von Quarhodron. Und wir müssen da auf jeden Fall hingehen. Aber irgendwie steht da eine Statue und. Huch, was seid ihr denn? Komm schon. Hui, harte Skelette. Haben wir gerade noch knapp überlebt. Skelette mit Zweihandschwertern, ja. Ist schon spaßig. Gut. Ist eine Truhe. Aha. Eine Zange, alte Münzen und Steintafel der Lebensenergie 3. Ja, da lese ich doch gleich. Das lese ich doch direkt. Und hier ist eine Belia-Statue. Ich will aber nicht zu Belia beten. Belia ist böse. Ich möchte lieber zu Innos beten. Aber ich habe schon lange keine Innos-Statue mehr gesehen. Und deswegen auch lange nicht mehr dieses tägliche Power-Up bekommen, weil die wenigen Innos-Statuen, die wir noch gesehen haben, waren alle verflucht. Und deswegen können wir da nicht beten. Was schon ein bisschen traurig ist, deswegen, wenn wir in Korinnes zurück sind, muss ich unbedingt mal mich um die ganzen Innos-Statuen kümmern, weil nicht nur ich kann nicht mehr beten, auch die ganzen anderen Gläubigen von Innos können nicht mehr zu Innos beten und das können wir ja nicht zulassen als Paladin. So, haben wir hier noch was? Irgendwie habe ich dafür, da hinten ist irgendwas im Gras. Blutfliegen. Mehr? Danke. Wenn ich eh schon mal die Armbrust draußen habe, die Blutfliegen sind ja relativ schlecht gegen die Armbrust. Und hier sieht es so aus, als wäre das hier irgendwie ein bisschen Gebüsch, das mir eine große Schlucht verbergen will, damit ich da schön runterfalle. Deswegen möchte ich diesem nicht nachkommen. So, was haben wir hier wohl noch? Ich speichere mal wieder. Wir haben ja gerade jede Menge Lebensenergie verloren durch die ganzen Skelette. Hier waren wir schon, ne? Oder?
Hier waren wir schon. Ja, gut. Geht's jetzt irgendwie rechts hoch und links geht's auch hoch. Ich gehe mal erstmal nach links, da ist irgendwie ein Snapper. Wenn es nur einer ist, ist das ja kein Problem. Da ist nichts zu holen. Die kann man relativ gut überwältigen, solange es nur eine sind. Das Problem ist, dass die meistens in Rudeln auftauchen. Und dann irgendwie gegen alle sich gleichzeitig so zu verteidigen, dass die einen nicht treffen, ist schwer. Das ist eine Harpie. Ich glaube nicht, dass die mir viel zufügen können, aber ich heile mich trotzdem mal lieber zumindest einmal. Ja, kommt her. Ach, da ist noch ein Troll. Ja. Spielt nämlich wo Trollen. Ach, komm schon. Fast 80% und so oft kackst du deinen kritischen Treffer. Wenn du glaubst, dass du da oben sicher bist, dann überleg nochmal. Dann geh ich aber auf diesen Stein. So. Da ist nichts zu holen. Gut, dann töten wir noch einen Troll. Wir haben ja noch nicht genug in diesem Spiel getötet von Trollen. Dann machen wir das nochmal. Aber bisher geht das, mittlerweile geht das auch ein bisschen schneller. Ja, hallo. Ach, da sind noch Goblins. Was zum Geier soll das denn bitte? Ja, klar. Ja, danke schön. Ach, fuck. Ich muss an deinen Rücken kommen, Freundchen. Fuck. Wieso sind da noch Goblins dahinter, Mann? Ich muss, wenn ich den Troll sehe, muss ich mich auf den Troll konzentrieren und nicht auf scheiß Goblins, die dahinter noch stehen. Sag mal, was soll das denn bitte? Ach. Vielleicht kann ich die irgendwie hier seitlich umgehen, dass ich irgendwie erst hier hochkomme, dann die Goblins erstmal auf mich aufmerksam mache. Ist hier oben noch was? Wie sieht's so aus? Jetzt könnte ich hier hin. Huch. Also, geh da hoch. Ja, genau. Ist hier noch was? Ne, sieht nicht so aus. Aber die Harpien sind da. So. Ja, komm runter. Komm runter, Eiche. Oder geh ich hoch. Das willst du nicht. Och, jetzt seid ihr noch höher. Ey, ihr seid so langweilig, ihr Harpien. Ach, komm runter. Ach, ihr seid so langweilig. Hab ich das mal gesagt? Ja, ich hab das mal gesagt. Ja, komm runter. Komm. Mistvieh. Komm her. Hol dir was ab. Ja. Gut, schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie die Goblins erstmal vom Troll weggelockt kriegen. Weil in den Troll reinrennen und dann irgendwie mich gegen die Goblins verteidigen, ist nicht so gesund. Habe ich einen Eindruck? Ne, Goblins. Uah, nicht so weit. Nicht den Troll pullen. Nur die Goblins. Okay. Okay. Kommt her. Was ist da so eine kleine Erderhebung gesehen? Kommst du nicht zu mir? Ja, ich sehe es auch. Jetzt kriege ich keinen kritischen Treffer hin und der Troll täumt sich schon auf. Ah. Da ist noch einer. Ey, fuck you. Och, komm, Junge. Was? 80%, Mann. 80%. Wieder 4 Schläge für einen dämlichen schwarzen Teufel, den ich einen Schlag brauche, eigentlich. Mit 80% Chance. So. Stufe gestiegen. Ja, danke. Alter.
Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, wie wir gerade schon gesehen haben, da gibt es irgendwie eine Höhle, die so nach Erbauerstil aussieht. Und wir haben immer noch nicht unser Grab gefunden, von daher... Vielleicht ist es ja das Grab, das wir suchen, aber ich speichere nochmal. Eine Truhe. Fisch, Gletscherquarz, Mana-Essenz, Pfeile und ein bisschen Gold. Zombie! Hi, Zombie! Mach nicht den Lame-Schlag, Mann. Irgendwie sieht das hier nach einem Grab aus. Ich bin zwar kein Experte in, Archäologie oder was muss man Experte sein, um zu beurteilen, ob irgendwas ein Grab ist. Bin mir nicht ganz sicher. Ich würde das erstmal auf Archäologie schieben. Vielleicht gibt es aber ja noch eine Subgruppe, die sich besonders mit Gräbern auskennt. Lass mal einen Ring. So, ich nehme die magische Armbrust und die ganzen Bolzen, die hier rumliegen, nehme ich mal mit. So aus Spaß. Jetzt haben wir nämlich auch mal so eine magische Armbrust. Die macht lächerliche 200 Schaden. Ja. Zum Vergleich, unsere Armbrust macht 90. Und wir könnten sie sogar tragen. Aber ich mag diesen Schimmereffekt die ganze Zeit nicht. Es gibt ja bestimmt Leute, die das toll finden. So, ich kann die ganze Zeit den Schimmereffekt haben. Ich mag's nicht. Deswegen werde ich es nicht tragen. Außer ich will die benutzen, wirklich. Aber bisher sehe ich dazu keinen Grund. So, ich vermute mal, dass das Grab von diesem Kardimon ist. Deswegen werde ich mal hier speichern. Und dann diese Schriftrolle von Quahodron, nicht Kardimon. Quahodron sollen wir ja beschwören. Und wir sollten ja eine Schriftrolle bekommen haben. Wo ist sie denn? Nee. Haben so viele Schriftrollen. Das ist schwer zu beurteilen, was da die ist, die wir einsetzen sollen. Ich würde eigentlich denken, dass das eine bestimmte Special Erscheinung hat. Aber irgendwie... Moment. So viel Scheißschriftrollen mittlerweile. Dämon beschwören. Nee. Da, Quahodron beschwören. Dieser Schriftrolle kann man Quahodron beschwören. Erscheine mir, Quahodron, alter Führer der kriegerischen Kaste. Ja, schauen wir mal, was er von uns will. Ob uns feindlich gesinnt ist oder nicht. Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Sag mir, was ist dein Begehren? Ja, jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen und ich möchte das gerne rückgängig machen. Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Unsinn! Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Tatsächlich? Aber darüber hinaus wird das Land noch von Erdbeben heimgesucht. Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Adanos Zorn ist über Jakenda gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Was befindet sich eigentlich in diesem Tempel? Was befindet sich im Tempel Adanos? Mein größtes Leid. Meine größte Enttäuschung. Okay. Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Okay. Beantworte meine Fragen, damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Na gut. Ich bin mir nicht sicher, was er von uns will. Ich speichere erstmal vorher ab.
Weil ich glaube, wir müssen nicht ehrlich antworten, weil die ehrliche Antwort glaubt er uns entweder nicht oder er vertraut uns dann nicht, sondern wir müssen uns eher als einen Totenwächter ausgeben, weil die Totenwächter ja die Macht hatten, die Toten mit den Toten zu reden, gewissermaßen. Deswegen würde das zutreffen und wir müssen wahrscheinlich irgendwelche Quizfragen jetzt beantworten. Deswegen stell deine Fragen. Stell deine Fragen. Ich bin Quahodron, der alte Kriegsherr von Yakendar. Du hast mich erweckt. Welche Kaste von Yakendar ist es, der du angehörst? Die Totenwächter. Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Ja, sag ich doch. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Ach, verrat doch nicht alles. Wer schützte einst das Volk von Yakendar vor feindlichen Angriffen? Uff, natürlich die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Ich glaube, die Priester. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Ich denke, die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Die Heiler natürlich. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Das weiß ich leider nicht. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Ich sollte vielleicht erklären, also die anderen Sachen haben wir alle so stückweise anhand der Informationsfetzen, die wir vor allem in der Bibliothek gelesen haben, konnten wir so ein bisschen Einblick in die Kultur erlangen. Und dass wir hier das letzte, obwohl wir wissen, wer das Portal verschlossen hat, nicht wissen, das liegt einfach daran, weil wir uns als Totenwächter ausgegeben haben und die Totenwächter die ersten waren, die quasi alle vernichtet wurden, deswegen konnten wir das nicht wissen. Warum wollen wir als Totenwächter, wenn wir alle vertrieben wurden, auf einmal wissen, ob auf einmal ihn wieder zum Leben erwecken können? Das ist noch ein ganz anderes Problem, aber wir konnten das nicht wissen, weil es die Totenwächter zu dem Zeitpunkt, als das Portal verschlossen wurde, gar nicht mehr gab als Gruppierung. Deswegen wissen wir das wirklich nicht. Also wenn wir der sind, für den wir uns ausgeben. Aber jetzt zurück zum Punkt, nämlich wir brauchen einen Schlüssel. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der Hohepriester Cardimon und ich sind die einzigen in Yakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Cardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Tschüss. Ja, immerhin hat er uns genug Hinweise gegeben, dass wir das Portal öffnen können. Ist ja eine Truhe, auf dem der Zombie liegt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Pech, Wacholder, 230 Goldmünzen und Steintafel des Geschicks. Sehr gut. Gut. Dann haben wir jetzt Quahodrons Grab gefunden und ist gewittert. Seltsamerweise auch unten in dieser
Halbhöhle, in der wir uns sind, konnten wir Blitze sehen. Das ist ein bisschen komisch. Ich meine, es regnet hier nicht. Aber Blitze kriegen wir mit. Ja, egal. Das sind auch Details. Also ich meine, wenn das Spiel das noch realistisch hingekriegt hätte, dann wäre es richtig schön gewesen. Ich glaube, ich gehe mal lieber den Weg runter, anstatt dass ich mich irgendwie runterfallen lasse, in der Hoffnung, dass ich da hinfalle, wo ich will und dass das auch nur so tief ist, wie ich das einschätze. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. So. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal eben noch den restlichen Weg zum Lager der Piraten, damit wir diesen Teil hier quasi komplett erforscht haben. Weil viel gibt es hier jetzt nicht mehr, wenn wir noch einen Blick auf die Karte werfen. Wir sind ja jetzt hier fast schon wieder im Talkessel angekommen, beziehungsweise auf dem Weg dahin zum Talkessel, den wir am Anfang hier mit Alligator Jack gelaufen sind. Deswegen ist, glaube ich, nicht mehr viel hier zu tun. Aber ich würde noch gerne mal ins Piratenlager gehen und gucken, ob die mich vielleicht an der Einhandwaffe noch ein bisschen ausbilden können. Huch, hier ist irgendwie was. Schwarzer Goblin. Ja, tschüss. Na gut. Also ist hier noch was? Hallo? Ist hier nicht? Sind noch Pflanzen wenigstens? Pflänzchen? Pflänzchen? Ist noch irgendwas? Hallo? Dunkelpilz! Ja! Noch mehr Dunkelpilze! Die Waldbeere, naja. In Gothic 3 konnte man sich auch aus allen möglichen, ich will jetzt nicht sagen minderwertigen Pflanzen, aber aus allen möglichen anderen Pflanzen, mit denen man vorher noch nichts anfangen konnte, konnte man sich da auch Heiltränke machen. Da waren aber die Rezepte dann halt teurer und man musste dann irgendwie 20 Waldbeeren verarbeiten oder sowas. Aber dazu kommen wir, falls wir jemals zu Gothic 3 kommen. Das ist mir nur gerade aufgefallen, dass man da tatsächlich Verwendungszwecke für so ziemlich jedes Kraut hatte, was irgendwie irgendwie in der Welt rumlag. Hier mag es manche Kräuter geben, wo man mit Fug und Recht sagen kann, so, warum sammelst du das eigentlich auf? Weil hier an den Weidenbeeren und sowas, was willst du damit, Mann? Schindest doch nur unnötig Spielzeit dafür, dass du dich auf irgendwelchen Pflänzchen bückst und da hätte der, der das sagt, durchaus recht. So, gucken wir nochmal hier in der Nische. Ich glaube, wir sind hier mit Alligator Jack letztes Mal dann gelaufen. Deswegen haben wir, glaube ich, nicht hier die ganzen schönen Dunkelpilze mitgenommen, die hier noch rumstehen. Und die Heilpflanze natürlich. Ah, dieses Schiedwetter. Und hier ist noch ein Dunkelpilz. So, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas hier? Ich nehme gern Dunkelpilze, aber Kronstöckel nehme ich auch theoretisch. Und Drachenwurzeln und sowas, das würde ich langsam auch gerne nehmen. Wenn es sowas mal gäbe. So, hier ist nix. Hier ist noch eine Waldbeere, die nehme ich nicht mit. Hier war die eine Höhle, wo noch ein Schattenläufer drin war. Da waren wir also schon. Hier die Heilpflanze habe ich nicht mitgenommen. Das Butlerfleisch kann da schön stehen bleiben. So, den Rest lasse ich auch mal liegen. Auch wenn dann Blauflieder dabei ist. Ich glaube, ich habe genug Blauflieder, um meinen Mana aufzufüllen, wenn ich das will. Aber im Moment verballere ich auch nicht so viel Mana. Ich benutze das ja im Moment höchstens zum Heilen mit den Schriftrollen oder zum Teleportieren. Und teleportieren kann ich mich ja hier nicht mit irgendwelchen Teleportzaubern, sondern halt mit diesen stationären Einrichtungen, die überall rumstehen. Na gut, gehen wir jetzt mal zum Piratenlager noch und schauen nach, ob uns jemand da was zum Thema Einhandwaffenkampf beibringen kann. Ich hätte dann nämlich gerne noch zumindest 5% Punkte, damit ich relativ sicher bin, dass ich auf 100% komme mit allen Upgrades, die ich noch benutzen werde. Und dann schauen wir mal. Alligator Jack, schönes Wetter, oder? So, Henry, wie läuft's eigentlich? Alles okay? Achso, du kannst mir nur was beibringen. Na gut. Wer kann mir hier denn wohl Einhandkampf beibringen? Ich schätze mal Bones nicht, oder? Der hält doch hier eine schöne Zweihand-Axt. Ich wundere mich, wie lange. Oder? Kannst du mir was beibringen? Wer kann mir hier was beibringen? Henry und Morgan führen unsere Entertrupps an. Sie können dir beibringen, wie du besser kämpfst. Henrys Leute sind alle mit Zweihandwaffen ausgerüstet.
Morgan mag mehr die schnelleren Einhandwaffen. Wer noch? Keine Ahnung, für was anderes habe ich mich nie interessiert. Aber ich bin mir sicher, dass Alligator Jack oder Samuel dir bestimmt noch den einen oder anderen Trick zeigen können. Danke. Gut, dann müssen wir mal mit Morgan reden. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Und wir reden, glaube ich, nochmal mit Greg, dass wir all seine Schätze geklaut haben. ja. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Nee, das wollte ich nicht. Schade. Ich dachte, man könnte mit ihm, wenn man alle Plätze, wo er was vergraben hat, untersucht hat, mit ihm mal darüber reden, aber anscheinend nicht. Oder ich habe noch nicht alles gefunden, das kann natürlich auch sein. Wo ist eigentlich Morgan? Ist der jetzt nicht auch hier am... Am Schlafen ist er nicht mehr, ne? Das wird jetzt auch am Bretter zusammensägen. Wo ist er denn, der Morgan? Hallo? Morgan? Toll. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Tja, hättest nicht so viel schlafen sollen. Aber übrigens. Wegen Angus und Hank. Ach so, ich hab sie gefunden. Ne, das möchte ich ihm nicht sagen. Ich wieder raus? Nee, schade. Ich habe sie gefunden. Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Wo sind sie? Sie sind tot. Der Ring. Was ist mit dem Ring? Den hatten die leider nicht dabei. Den hatten sie nicht dabei. Was? Geh zurück und such nochmal. Sie müssen ihn dabei gehabt haben. Es ist ein kleiner Ring mit vielen kleinen Verzierungen. Du musst ihn finden. Du musst... Vielleicht später, obwohl wir gerade beim Thema Ring sind. Ich sollte vielleicht vor dem Einhandwaffentraining mal meine ganzen Plus-Einhand-Sachen ablegen, nämlich zum Beispiel Morgan seinen Ring, den ich ihm noch nicht wiedergeben möchte, weil ich den noch benutzen möchte für einen Moment. Und das Schwert hat, glaube ich, auch Bonus. So, Morgan. Reden wir mal über Training. Unterrichte mich. Einhandwaffen möchte ich gerne noch ein bisschen was lernen. Und nochmal... Ja, dann bin ich auf jeden Fall durch. So, komm. Gut, danke. Und denk dran. An diesem Geschwätz von Ehre ist nichts dran. Entweder du tötest ihn, oder er tötet dich. Jo, werde ich im Kopf behalten. Danke. Ciao. So, jetzt haben wir 74% ohne alles, gewissermaßen. Jetzt kann ich ja mal hier noch meine ganzen Steintafeln zum Thema lesen. Ich hab da doch noch welche, oder? Hab ich mir das nur eingebildet? Einbildung ist ja bekanntlich auch eine Bildung. So, eins... mit zwei, okay. So, Steintafel 2. Plus 4, sehr gut. Zweihandkampf kann ich auch mal alle einlesen. Das werde ich wahrscheinlich eh nicht trainieren. So, Stärke behalte ich erstmal noch. Magie habe ich noch, Lebensenergie. Ich glaube, die geben irgendeinen komischen Wert, oder? Nicht sicher. Aber ich meine, ich kann auch eine ungerade Zahl Lebensenergie haben. 15. Cool. So, gut. Was haben wir noch? Armbruststütze. Ja, von mir aus. Dann treffen wir vielleicht nochmal was mit der Armbrust. Geschick. Und nochmal Geschick. Gehen unsere Dietrich vielleicht nicht so schnell kaputt und Bogenschütze. Ja gut, wenn wir schon mal dabei sind, jetzt allen Scheiß einzulesen, dann können wir das mal machen. So, wie viel Prozent haben wir jetzt? Jetzt haben wir 84% ohne alles. Das heißt, mit unserem 6% vom Schwert. Na, wo ist das Schwert? Ne, nicht das Schwert. Edles Langschwert, genau. Haben wir jetzt 90 und mit Morgens Ring haben wir 100%. Oh, Alter. Cool. Da, Morgens Ring. Und wir haben auch jede Menge Ringe von den jeweiligen Herrenhäusern, die zusammen im Set noch ein bisschen mehr bringen, aber die lohnen sich meiner Ansicht nach alle nicht so viel, bis auf die Krieger vielleicht. Wenn man irgendwie den Ring der Krieger und das Amulett der Krieger und sowas alles anlegt, dann hat man schon guten Schutz vor Waffen. Aber halt auch nur Schutz vor Waffen. Wenn man irgendwie was anderes braucht, Schutz gegen Feuer oder sowas, dann ist das wieder nicht so toll vielleicht. Haben wir überhaupt das Kriegeramulett? Doch, haben wir. Also das könnten wir tatsächlich anlegen alles, aber ich lasse es glaube ich erstmal. Na gut,
Jedenfalls haben wir jetzt endlich unsere 100% Einhänder. Da kann ich mich nicht mehr drüber aufregen, dass mein Würfelglück scheiße ist. Verdammt, da muss ich irgendeine andere Ausrede finden, wenn der Kampf schlecht läuft. Ja, ich werd mir bestimmt irgendwas überlegen, dass das nicht gut läuft und alles. Aber wie das weiter nicht gut läuft mit den Kämpfen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal sehen wir, wie es weitergeht mit dem Tempel. Wir haben ja jetzt, wissen jetzt, wie wir in den Tempel reinkommen. Das heißt, wir könnten da ja mal reingehen und Raven aufhalten, so zum Beispiel. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.